Lyra, du suchst dein Herzblatt. Natürlich. Aber damit du nicht weißt, wer um dein Herz kämpft, setz dich doch auf den Hocker mit dem Rücken zu uns und stülp dir schön unsere kleinen Kopfhörer über. So, Barbara. So, in der Reihenfolge, wie ich euch jetzt eure Rollen gebe, setzt ihr euch bitte dann nebeneinander, neben Barbara. Und zwar als erster Oliver. Du hast ein Wahrheitsserum getrunken. Das heißt, du musst immer die Wahrheit. Oh. Das ist doch sehr, sehr schön. Ja. Als zweiter Bernhard, du bist der unfreundlichste Supermarktverkäufer der Welt. Und Mirko, ich sehe es, du bist ein mir. Zuhälter, der seinen... Das reicht. Reicht. Nein, 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 nein! Ein Zuhälter, der seinen Kampfhund nicht unter Kontrolle hat. Ah, sehr gut. Ja, dann. Nehmt bitte Platz. Sehr gespannt. Barbara, wer mag jetzt wohl dein Herzblatt sein? Ich weiß es nicht. Viel, viel, viel Freude. Kandidat Nummer 1. Du siehst mich in einer Disco, findest mich attraktiv. Wie sprichst du mich an? Nun, ich denke... Moment, Entschuldigung. Ich würde einfach mal auf dich zugehen. Ich würde dich fragen, ob du dich auch für französische Literatur interessierst. Und dann würde ich dich bitten, dass wir beide vielleicht mal derartig orgeln, bis die Schwarte kracht. So in der Art. Klingt schon ganz gut. Kann ich mich jetzt schon entscheiden? Ja. Den nehme ich. Kandidat Nummer 2, wie sprichst du mich an? Oh mein Gott, warum kommt denn zu mir und stellt mir solche Fragen? Da muss doch eh nicht sein. Da tun Sie den Hund bitte raus, der hat nun hier wirklich nichts zu suchen. Halt die Backen, Alter. Bist du jetzt ruhig? Kandidat Nummer 3. Bist du? Kandidat Nummer 3. Und 4. Ja. Ja. Der ist mit dabei. Mein kleiner Du. Ja. Wie sprichst du mich an? Ja, Alter, lass knacken, nicht? Tee trinken oder gleich ran, ne? Oder so. Mit Hund natürlich, allein mache ich das nicht, ne? Achso, zeig mal dein Teil. Ja, guck mal hier. Alles dran. Kandidat Nummer 2. 1. Ja, wie denn nun? Nie können Sie sich entscheiden, nie können Sie sich entscheiden. Kommen Sie mit der einen Sache, wollen Sie der andere. Da rennen Sie von einem Regal zum anderen. Oh, Scheiße. Wir gehen zusammen einkaufen. Wie sieht ein Stadtbummel mit dir am Samstagnachmittag aus? Da richte ich mich natürlich ganz nach dir. Wenn du Lust hast, nur in Schuhgeschäfte zu gehen, dann gehen wir in Schuhgeschäfte. Und wenn du Lust hast, dir ein Museum anzugucken, zeitgenössische Kunst gern. Und Hauptsache, am Ende wird georgelt, 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 georgelt. Hab ich das gesagt? Warum hab ich das gesagt? Hab ich das gerade gesagt? Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte das nicht sagen. Völlig in Ordnung. Entschuldigung. Ich würde gerne orgeln, aber ich bin total impotent. Warum habe ich das gesagt? Das stimmt allerdings. Warum hast du das gesagt? Schade. Kandidat Nummer 2. Wie sieht unser Samstagnachmittag-Bummel aus? Da ist es schon wieder. Ich hab echt keine Zeit, ja. Bis 14 Uhr stehe ich da rum. Das geht nun wirklich nicht. Ich meine, ganz im Ernst, da sind noch Paletten, die müssen noch ausgeladen werden. Und ich denke, ein bisschen Selbstverantwortung, um dich ein bisschen zu beschäftigen, kannst du auch selber. Also denk einfach mal nach, kümmere dich mal selber um deinen Scheiß. Guck nach, irgendwas wird dir schon gefallen. Okay. Kandidat Nummer 3, wie gehst du mit mir shoppen? Ihr. Ja, was soll sein? Mit Hund natürlich würde ich erstmal in Puff gehen, klar. Ne? Erstmal mein Zuhause zeigen oder würde ich erstmal dich an der Stange tanzen lassen? Mit Hund natürlich. Nee, mein Kleiner. Ach nee, hier ist er ja, mein Kleiner. Guck. Kandidat Nummer 1. Wir gehen zu meinen Eltern. Ja. Wie ist ein Treffen mit meinen Eltern? Na, deiner Mutter würde ich natürlich zunächst mal sagen, dass das Kleid ihr bezaubernd steht, vor allem, da sie insgesamt ja doch eher eine fette Schlampe ist. Nein, das um Gottes Willen! Das würde ich niemals sagen. Naja, und dann würde ich dich nachher noch mit in mein Apartment nehmen, denn ich habe ja eine sehr schöne Wohnung über den Dächern der Stadt. Ich wohne noch bei meiner Mutter, oh Gott! Oh nein, und was ist mit Orgeln? Orgeln dann natürlich auch. Nein, das wollte ich nicht sagen, verdammt doch mal! Kandidat Nummer 2, wie sieht unser Nachmittag bei meinen Schwiegereltern, meinen Eltern aus? Nachmittag, also ob ich einen Nachmittag Zeit hätte, überhaupt wegzugehen, dauernd habe ich Leute da, denen ich irgendwelche Fragen beantworten muss. So, dann habe ich mal Überstunden und die Mutter... Ich weiß, wo er arbeitet! Ich weiß es! Versteckst du dich immer vor Kunden? Ja. Kandidat Nummer 3, wir gehen zu meinen Eltern. Wie verhältst du dich? Ja gut, erstmal einen guten Eindruck machen, ne? Hund vorstellen.
Und dann erst mal zeigen, was los ist. Erst mal sehen lassen. Ne? Erst mal sehen lassen. Dass deine Eltern auch gleich Bescheid wissen, wo der Hammer hängt. Ne? Ist klar. Also er ist ein ehemaliger Kandidat Nummer 3, ist ein ehemaliger vielleicht Pornodarsteller. Oder ist er Zuhälter? Ja. Zuhälter? Ja. Mit Kampfhund. Mit Kampfhund, ja. Kandidat Nummer 2 arbeitet offensichtlich in einem Elektrofachmarkt oder das haben wir noch nicht gewusst, aber ein Fachmarkt. Es ist ein Fachmarkt, also es kann auch Aldi sein, es kann auch Aldi sein und er ist dort Filialleiter und du hast immer viel zu tun und den ganzen Tag schaffe. Ja. Ich bin abhängig von dem Filialleiter, von der blöden Arschkrampe. Ich will und du räumst die Regale bei Aldi ein und bist nicht zufrieden mit deinem Job. Ja. Ganz genau, so unfreundliche Supermarktverkäufer, den es gibt. Ja, und bei dir würde ich mal sagen, egal was du hast, ich nehme dich. Kandidat Nummer 1 ist meiner Meinung nach ein Theologiestudent mit Tourette-Syndrom. Das war so kurz davor. Das ist ganz kurz davor. Na, er hat was zu sich genommen und deswegen... Oh, du hast so eine Wahrheitspille. Ja. Ganz genau. Aber Theologiestudent mit Tourette-Syndrom fand ich eigentlich noch viel, viel, viel besser. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, genau.